Herzlich willkommen im kleinen abgeänderten Setting heute für das Sonntagsworkout 22.11. Was wir haben heute ist ein 4 Runden auf Zeit. 30 Kettlebell oder Dumbbell Shrugs pro Seite plus 30 Sekunden Hold, damit hier wieder die Schulter aktiv nach unten kommt. Das haben wir pro Seite, 30 rechts, 30 links, das dauert einen kleinen Moment. Und dann 25 Pass-Throughs. Ob ihr das auf zwei Stühlen macht oder auf der Couch zwischendrin, wir gucken nachher mal rein, was für Möglichkeiten wir haben. Habt ihr gar nichts davon da, dann machen wir Kickbacks an der Stelle. 20 Russian Swings mit der Kettlebell Dumbbell, je nachdem, was ihr da habt. Und das, wie gesagt, für 4 Runden ist ein richtig schönes Ganzkörpertraining mit einem schönen Warm-up. Gute Flows, die wir gleich zu Beginn machen, 30 Sekunden Intervalle hier. Gucken wir uns an, wie die einzelnen Übungen funktionieren und dann fahren wir schon rein in das Workout. Bleibt dran, bis gleich im Warm-up. Sehr schön. 30 Sekunden Intervalle zum Einstieg von ein paar Bewegungen. Ihr braucht nicht so viel Platz. Es funktioniert in einem kleinen Wohnzimmer, könnt ihr das auch machen. Wir haben 30 Sekunden Bear Crawl vorwärts und 30 Sekunden rückwärts. Mein Tipp, wenn ihr sagt, ich habe nicht so viel Platz und ich gehe die ganze Zeit vor und zurück, dann macht ihr den ersten Teil einfach eine Minute. Sieht wie folgt aus. Achtung, kein Bear Walk, sondern Bear Crawl, Knie leicht vom Boden weg, Schulter bitte auseinanderziehen und dann ganz sanft vom Boden weg. Feste Spannung hier im Bauch, immer die gegenüberliegenden Extremitäten bewegen sich und von dort könnt ihr dann auch wieder kontrolliert zurücklaufen. 30 Sekunden vorwärts, 30 Sekunden rückwärts oder eben eine Minute im Wechsel, den ihr nach vorne und hinten immer gehen könnt. Danach 30 Sekunden Down Dog. Das heißt, hier aktiv durchdrücken, mal mit gestreckten Beinen, mal mit gebeugten Beinen, mal walk the dog und dann in die Cobra übergehen. Wenn ihr sagt, es funktioniert auch über den wunderbaren Yoga Push-Up, dann zurückdrücken und wieder in die nächste Bewegung kommen. Hier immer im Wechsel Down Dog zu Cobra. Wall Slides, da könnt ihr Folgendes tun. Gleich etwas auseinander. Rücken an die Wand pressen komplett. Füße leicht weg vom Boden. Ellbogen so nah wie möglich an die Wand. Handgelenke nach innen knicken. Und soweit ihr möglich, soweit es euch möglich ist, nach oben zu drücken. Wenn es nicht mehr funktioniert, nach außen weg. Sodass die Wirbelsäule komplett immer an der Wand ist. 30 Sekunden, wunderbare Bewegung, um die Schulter gut warm zu bekommen. Danach Pike Hold. Stuhl, Tisch, wenn ihr es hoch wollt, Couch funktionieren, Füße aufstellen, nah wie möglich ranlaufen, 30 Sekunden oder die Knie aufstellen und hier 30 Sekunden im Hold bleiben. Nächste Bewegung, die wir machen, Plank, Get Down, Get Ups, haben wir auch schon ein paar Mal gemacht, Plankeposition, Get Down, Get Up. Wichtig ist, immer mal wieder mit der anderen Hand anfangen und die Hände dahin setzen, wo vorher die Ellbogen waren. Okay? Get down, get ups, 30 Sekunden, schön Flow reinbekommen, schön durchziehen an der Stelle. Crab Walk plus Crab Lift plus Hold. Könnt ihr 30 Sekunden hoch nehmen, ganz flach. 3, 4, 5 Schritte nach vorne, 3, 4, 5 Schritte nach hinten. 1, 2, Lifts, kurz halten und wieder von vorne beginnen. Crab Walk nach vorne, Crab Walk nach hinten, Lifts, Hold, habt die komplette Bewegung drin und die Schulter schön geöffnet. Single Leg, Hip Raise in der Supine Plank, ist die nächste Bewegung. Auf dem Boden liegend, die nächsten 30 Sekunden, Supine Plank, 30 Sekunden linkes Bein nach oben halten, Po schön oben lassen. 30 Sekunden rechtes Bein oben lassen, braucht eine Pause, dann einfach kumuliert das Ganze nach oben weg. Wenn ihr das habt, 2 Runden von dem Ganzen. Bear Crawl, vorwärts, rückwärts, 30 Sekunden jeweils oder eine Minute im Wechsel. Down Dog to Cobra, nehmt euch da die Zeit, in jeder Position so zu bleiben und zu verweilen, wie es euch gut tut. Die Wall Slides, ebenfalls 30 Sekunden. Pike Hold, könnt ihr die zwei verschiedenen Varianten nutzen. Wer Handstand Hold an der Wand oder an der Tür machen will, kann das gerne machen. Plank, Get Down, Get Ups,
Auch da immer wieder darauf achten, schön in der Plankenposition zu bleiben. Crab Walk vor, zurück mit Lifts und Hold. Da gehen zwei, drei Reihen in die 30 Sekunden, schöne Variante. Und in der Supine Plank die Beine jeweils abheben. Zwei Runden davon, dann sollte der ganze Körper ganz gut warm sein. Finden wir uns ein, die Prep, was brauchen wir dafür? Auf jeden Fall brauchen wir einen schönen Swing. Starten wir mit einem etwas breiteren Stand über der Kettlebell oder der Dumbbell und beginnen mit ungefähr schulterbreitem Stand, etwas mehr vielleicht in 10 Deadlifts zu kommen. Entweder mit Kettlebell oder mit der Dumbbell, auch hier funktioniert das wunderbar. Habt ihr die 10 gemacht, dann einmal Fußlänge Abstand nehmen, gleichen Stand, Po etwas in die Tiefe setzen, Schienbeine gerade, ähnlich wie bei einem Sumo Deadlift High Pull als Start, Kettlebell anschlägen und in 5 Deadstop Swings. Egal, funktioniert auch mit der Dumbbell, anschlägen, wieder absetzen, in die nächste Bewegung, 5 Stück davon machen. Habt ihr das gemacht? In 10 Russian Swings. Schaut einmal rein, gerne ein zweites Mal machen, wenn ihr mehr Gewicht habt, für 2x10 in konsekutive Swings zu kommen. Auf Kinnhöhe, hier oben gerade festbleiben, nicht nach hinten weglehnen oder irgendwie schleudern oder Arm knicken. Jedes Mal, wenn ihr stoppt, wieder vom Boden kommen, fest im Bauch und Po, fest im Bauch und Po, Hüfte schießt, funktioniert mit Kettlebell genauso wie mit Dumbbell. Gleiche Bewegung, damit wir das nachher sauber im Workout mitnutzen können. Pass-throughs. Ich habe mich für die Variante entschieden, jetzt diese zwei Bänke zu nehmen. Das könnt ihr auf zwei Stühlen machen. Das könnt ihr zwischen zwei Tischen machen. Wenn ihr einen Couch und Hocker habt, die gleich hoch sind, funktioniert das. Es sind wirklich viele verschiedene Varianten. Guckt mal, was ihr habt, was stabil genug ist, euer Körpergewicht auszuhalten. Und die Pass-throughs startet in der Plank-Position hier. Durchspringen vorne, Plank-Position hier vorne, durchspringen in beide Richtungen, jedes Mal. Vor, zurück ist 1. Habt ihr dieses Setup nicht da oder ist es zu flach und daher nicht so gut, dass ihr immer slidet und nicht komplett nach vorne springen könnt, dann ist die Variante 2 anstatt der Pass-Throughs Kickbacks. Plank-Position-Sprung, Füße nach vorne, aufstehen, festmachen. Zack, zack. Nach oben kommen, schnelle Kickbacks. Die Bewegung habt ihr als Alternative ebenfalls, was ihr machen könnt. Letzte Bewegung, die ihr braucht, Shrugs plus Hold. Hier geht es darum, dass der Körper in einer Linie bleibt. Das heißt, wir wollen uns nicht nach vorne, hinten und nicht nach links, rechts in irgendeiner Art und Weise abfallen. Egal, ob ihr das mit Dumbbell oder Kettlebell macht, Farmers Carry Hold und dann die eine Seite 30 aktive Shrugs. Habt ihr die gemacht? Zack, Farmers Carry Hold, 30 Sekunden halten, festbleiben im ganzen Rumpf. Wenn ihr es so schwerer machen wollt, könnt ihr Walks auf der Stelle machen für die 30 Sekunden. Das fetzt nochmal richtig rein, okay? Habt ihr das hier gemacht? Umsteigen, 30 Shrugs auf der linken Seite und 30 Sekunden Hold oder 30 Sekunden Walk auf der linken Seite. Die Bewegung braucht ihr noch. Und dann dürft ihr Folgendes machen. 10 Russian Swings mit dem Gewicht, mit dem ihr es machen wollt. 10 Shrugs plus 10 Sekunden halten rechts. 10 Shrugs plus 10 Sekunden halten links. Und 10 Pass-Throughs oder 10 Kickbacks für die Variante, für die ihr euch im Workout entscheidet. Wenn ihr das habt, dann geht ihr ins Workout in die 4 Runden 30, 25, 20. Viel Spaß dabei und wir sehen uns gleich nochmal im Cooldown. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß im Workout gehabt und jetzt kommen wir zu einem Cooldown. Minimum 3 Minuten machen, du entscheidest, wie lange du in den einzelnen Bewegungen bleibst. Overhead Reach. Dazu legst du dich einfach ab, Füße aufstellen, wenn es angenehmer ist, lang lassen, wenn du möchtest und dann einen Dumbbell oder Kettlebell nach hier hinten legen. Und danach greifen mit gestrecktem Arm, die Schulter richtig schön stretchen auf dem Weg, okay? Ganz lang lassen, aufstellen, wenn es angenehmer ist und versuchen mit gestrecktem Arm euch hier drunter zu legen und die Spannung zu halten, okay?
seid ihr super flexibel, könnt ihr euch noch irgendetwas unter die Brust drunter legen. Zum Beispiel eine Abmat, okay? Dieses Mal, Achtung, nicht unter den Unterrücken, sondern für die Brust. Oh, um die Stretch, um den Stretch noch größer werden zu lassen. Ich brauche das nicht, aber wer so ein bisschen flexibler an der Schulter ist, kann sich zusätzlich hier noch ein Kissen oder irgendetwas unterlegen, um das zu erhöhen. Eine Minute Hold Minimum könnt ihr für zwei Runden machen, tut richtig gut. Zweite Übung, jetzt habe ich euch schon gezeigt, dass meine Schulter nicht so flexibel ist. Jetzt gibt es den Flexi Swimmer Stretch. Hände nehmen, hinter dem Rücken einmal einnehmen, Brust aufrecht lassen, vorbeugen und versuchen dabei in die Überstreckung zu kommen, soweit es geht. Ihr müsst es nicht einen Moment halten, sondern soweit es geht, einen Moment halten, wieder lösen, wieder in eine Good Morning Position kommen und zack, soweit es geht, da überstrecken. Wer die Arme aber nach vorne bekommen hat, Selfie machen bitte und an mich schicken, damit ich weiß, wie es eigentlich aussehen kann. Dritte Sache, ihr habt viel gegriffen, Vorarm Stretch, 1 Minute, 2 Minuten, so wie ihr möchtet. Hände aufsetzen, vor, zurücklehnen, Hände rumdrehen, vor, zurücklehnen, immer darauf achten, dass die Handkante auf dem Boden bleibt, hier ein bisschen dehnen und wer möchte, umgekehrt, dann aber wirklich vorsichtig, versuchen die Arme immer gestreckt zu lassen, lockere Dehnung in alle Richtungen. Macht sowas noch, das geht meistens ein bisschen unter, richtig gute Bewegung da fürs Cooldown noch dazu. Viel Spaß mit dem Ganzen und dann auf in eine neue Woche.